Moment, Privat, meine Genossen. Ich bin der Rushing-Wolf-Film. Willkommen zurück zu Let's Play Forza Horizon 2. Ja, wir sind immer noch hier in unserem Lamborghini Jalpa. Und es geht jetzt weiter mit der nächsten Autotour, beziehungsweise zurück zum Festival. Because... darum. Erstmal 14 Kilometer fahren, auch gut. Diesmal sagt Ben auch nichts. Wir kommen jetzt schnell da an. Oh, Scheiße. Meine Fresse. Ja, komm, jetzt fang dich. Jetzt fängt es an zu regnen. Wir haben natürlich nicht in den Außenspiegel geguckt. Ach, was ich noch vergessen habe, wir haben ja noch einen Wii-Spin, den ich nicht einlösen kann, machen kann. Auch gut. Machen wir das halt, wenn wir da sind. Yo! Hast du ein Tutsi darunter oder was? Ja, er rammelt natürlich erstmal. Aber der liegt einfach noch richtig gut hier auf den, in den Kurven, meine ich. Ey, der ist so schnell, der Fixer. Ich mache erstmal ein Foto hier. Weil ich es kann. So. Und fuck the system. Ich glaube, über 300 wird der aber auf jeden Fall gehen, wenn man den anderen Motor reinbaut. Oder voll aufbaut. Weiß nicht. Ja, ich kann auch einfach hier durchfahren, ey. Oh, Scheiße, sind Bäume. Jetzt nicht mehr. So haben wir ein paar Kilometer gespart. Oh, das waren Heuballen. Und wir sind da. Okay, du hast es geschafft. Lass uns vorher noch ein bisschen Party machen, bevor wir morgen unsere Autotour fortsetzen. Ne, wir machen wieder Disco Disco. Halt wie immer. Nach keiner, den ich kenne. Noch drei Meisterschaften bis zum zweiten Finale.
Jetzt kann ich aber den Respin machen. Und wir kriegen 66.000, jawohl. So. Jetzt holen wir uns erstmal unser nächstes Auto. Auch aus dem DLC. Prima. Was stellen wir heute mit deinem Auto an? Eine Chevrolet. Ja, genau der hier, der Super Sport. So, für den gibt es natürlich schon Lackierungen, aber mal gucken, ob es hier was Gutes gibt. Nesca, Nesca. Das ist eigentlich nicht schlecht. Na, ich mal gucken, was er für Standardfarben hat. Da ist ein Silber, Rot, Grau, Schwarz, Weiß. Ich nehme mal so ein Silber. Silbergrau. Ja. Oh yeah. Der wird jetzt noch getuned. Hey, wie läuft's denn so? Was kann ich für dich tun? Schürzen gibt es natürlich keine. Jetzt gedacht. Da kommen auf jeden Fall bessere Reifen drauf. Und natürlich auch breitere Reifen. 315er, jawohl. Felgen. Was können wir denn nehmen? Solche wie die Standardfelgen gibt es doch eine. Die hier. Oder die. Ich nehme die. Hör auf zu hupen, ey. Langsam reicht es. Felgen größer machen? Nee. Das braucht er nicht. Aber bessere Kupplung und Getriebe. Auf S1 gehen wir dann schon, ey, mein Gott. So, Bremsen, wie immer. Und tiefer den Hobel. Ach schon, so. Stabis. Verstärkung meine ich. Okay, die bringen irgendwie jetzt nicht wirklich was. Komischerweise. Hau ich einfach mal nur die eine rein. Und der wird auf jeden Fall leichter. Gut, und jetzt Power. Das hier, also viel Power kann da jetzt aber nicht rein. Jetzt bin ich ganz herausgegangen, toll. So, nockige Wellen, passt deine rein. Kolben, würden passen. Hubraum ist perfekt. Sehr gut. Dann noch so tunen. Ja, ganz schön auf Geschwindigkeit ausgelegt. So, die Hinterachse wird weich. Weich, ja. Und wir legen den noch tiefer. Dämpfung hinten auch weicher.
So, und der Diff machen wir mal auf 25,5. So. Und lackieren. Jetzt wird er denn gut zerstehen. Ganz schwarz vielleicht. Ja, wir machen immer ganz schwarz. Die Felgen. In der Farbe, in dem Ton Stahlgewöhns. Und die Scheiben auch schwarz. Jawohl. Sehr gut. Dann geht's jetzt ab auf die Straße. Natürlich regnet es. So, wo fahren wir hin? Montelino, haben wir da schon mal der Master gefahren? Ja, sind wir schon. St. Martin. Unser Champion hat eine Ansage gemacht. Wir fahren nach Saint-Martin. Auf nach Saint-Martin. Alle bereit für eine Autotour? Erster Halt heute ist Saint-Martin. Die Straßen da oben sind teilweise ziemlich eng, also aufgepasst. Okay. Ja, richtig große Scheibe, ist gut. Er kommt mit dem Heck. Jo, genau, ey. Kann er mal vielleicht davon schneller fahren oder langsamer? Ich weiß nicht. Ob ich mal ein gutes Foto wieder machen kann. Fahre ich halt ein bisschen langsamer, da er weiter vor ist. Warum ist die KI eigentlich immer dann so schnell wie ich? Na, geht das? Vielleicht zu nah an der Wand dran. Ja, so. Ja, das ist nice. Sehr nice. Gefällt mir. Ist noch ein bisschen giftig aus auf dem Eck. Oh shit. Ey. Müsste das sein? Ja. Okay, das Ding wird driften in den Kurven. Wir sind da.
So gefällst du mir. Die Modern Muscle Meisterschaft. In dieser Gruppe sind ein paar echte Kraftpakete am Start. Mustang, Charger, Stingray. Also los, such dir ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft anzufangen. Okay, dann fahren wir das Rundenkursrennen. Und das neue, nächste Armband, jawohl. Silberne wahrscheinlich. Und komm schon, gib mir was Gutes, wir kriegen jetzt was Besseres eigentlich. Ja, genau, was Besseres, 15.000. Los geht's. Oh, die Viper sieht ja böse aus. Wer fährt denn mit? Können die nicht, bla bla bla. Ich kenne wieder keiner, toll. Noch nicht mal Thompson fährt mit. Das Ding hat natürlich Schaltwippen, braucht ja auch jedes Auto. Und das Ding untersteuert. Man kann alles, allem und jeden richtig gut hinten drauf fahren. Okay, der Wagen untersteuert aber ganz schön. Hab ich das Gefühl. So, vielleicht sollte ich mal auch ein bisschen Druckluft in den Reifen ändern. Vielleicht fährt er sich dann auch noch besser. Ja, genau, komm. Verpiss dich da. Oh shit, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Bullshit, scheiße. Egal, den kriegen wir noch in den nächsten Runden. Boah, diese Kurve. Da kommt die andere Viper von hinten. Ja. Gut reingebremst. Und schön innen überholt. Jawohl. Ja, das Ding ist aber echt noch giftig auf dem Heck. Man schon beim Rausbeschleunigen aufpassen. Und die erste Kurve wieder voll verkackt. Lenk doch rein, Mann! Shit. Ja, kann ja noch ein bisschen driften. Haben wir das dann gewonnen.
Jawohl. Noch ein Sieg. Das wird ja langsam zur Gewohnheit. Ja, meine Sprüche werden auch langsam nervig. Das gibt sehr gut Geld. Man will ja auch sehr gut EP. Ja, das tut es. Ach, für zwei Rennen müsste ja die Zeit noch reichen. Locker. Moment. Mal gucken, wo wie das hier angeht. Ja. Ich glaube, wir fahren hier. Okay, das ist schwer. Da fahre ich die Fahrschwester nicht. Machen wir doch das Sprintrennen. Los geht's. Okay, das war ein sehr guter Start. Und da fährt irgend so ein Mongo mit seinem Chopper Motorrad hat vorbei. Hey. Also, ich krieg den noch. Ich kriege euch noch. So. Schön durchgefügt. Noch wieder mal eine Wand küssen. Das hat immer mal wieder sein. Ja. Wow, Alter, wie die hier angeschossen haben, die Corvette. Ah, den ersten kann ich vielleicht noch kriegen. Ist ja nicht schlimm, wenn ich den nicht kriege. Nein, den kriege ich nicht. Halt nur Zweiter. Ist aber auch nicht schlimm. Jawohl. Okay, das war gut. Dafür erhältst du ein paar wertvolle Punkte. Wir sind immer noch Erster in der Gesamtwertung und das zählt. Es gibt wieder gut Geld, ey. Fast die 10 Millionen geknackt. Im nächsten Rennen gibt es dann den nächsten Respin. So, die nächste Veranstaltung. Machen wir mal das hier. Ist denn weg? Du blöder Mercedes. Kürzen wir hier eben noch ab. Falls das hier geht, wahrscheinlich nicht. Ja doch. Okay, auf jeden Fall werde ich da die Federung noch weicher machen, glaube ich, oder, weil er hat die Reifendruck niedriger.
Oder halt auch nicht. Keine Ahnung, ich lasse das einfach so. Der eine ist ja richtig weit schon. Weit vorne. Mal kurz anlehnen. Und den Baum kommen. So. Wow. Eiskalt über die Viper gesprungen. Ey, wie der eiskalt abkürzt, der Wichser. Am Checkpoint vorbeigefahren ist, meine ich. Ja, schön reingebremst. Jetzt sind wir auf dem Flughafen. Wenn wir hier gewinnen. Außer wenn ich hier so fahre. Ja, er schießt da natürlich hier. Und wir müssen vorbei durch die Kurve, als wäre das hier Asphalt. Puh, nicht hoch Schaden, gut. Der Wichser darf nicht nochmal wieder Erster werden. Sich nicht zu. Oh shit. Na toll. Fick dich. Ach, leckt mich doch alle am Arsch, ihr scheiß Amis. So. Na. So, jetzt aber. Unglaublich, ey. Ich müsste mal hier hin. Nicht den Baum kommen, gut. So, gewonnen. Vor den da. Gut gemacht. Du hast das ganze Rennen kontrolliert. Ja, kontrolliert will ich nicht sagen. Ich habe eher zugespult. So, für ein Rennen reicht die Zeit noch. Und natürlich für den nächsten Respin. So, dann drehen wir mal. Hoffen wir, dass wir was Besseres als 15 Tonnen kriegen. Ja, wir kriegen den Lancia Stratos, jawohl. Und die 60.000 auch noch dazu. Jetzt noch zum... Ja, zum letzten Rennen. Komm, da porten wir uns eben noch hin. Das Geld haben wir ja. Los geht's. Oh, jetzt deckt das hier.
Und sagt Ben jetzt was? Alles klar. Na klar. Kumpel, du bist in einer sehr guten Position. Noch ein Rennen gewinnen, dann gehört die Meisterschaft dir. Und wie wir schon direkt Fünfter sind. Komm, piss dich. Puh, das war knapp. Na, das Punkt nicht gesehen. Aber trotzdem noch die Kurve gut. Der hat dies erwischt. Die Viper ist hinter mir, direkt hinter mir. Wow. Das war richtig scheiße. So, komm. Der Typ ist schon wieder Erster. Goldener Donner. Ich kriege dich noch. Vielleicht. Ja. Und da haben wir ihn überholt. So, jetzt haben wir die Meisterschaft gewonnen. Als Erster durchs Ziel. Das wird ja langsam zur Gewohnheit. Mann, das war verdammt gutes Fahren. Und du hast gerade eine weitere Meisterschaft an Land gezogen. Mhm. Noch zwei Stück. Nice. Und ja, die EP geht. Besser als nichts. Okay, wir sind erstmal fertig in Saint-Martin. Versammelt euch am Treffpunkt, wenn ihr bereit seid. Dann steuern wir das nächste Ziel an. Okay, machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Forza Horizon 2. Das ist Daniel.